Meine Freunde, wir sind wieder back mit einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Duel Links. Und, wir befinden uns im Duelist Kingdom, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Ich sehe gerade, wir haben Pegasus freigeschalten. Das bedeutet, wir müssen so lange PvP-Kämpfe machen, bis wir genug Sterne haben, um Pegasus herausfordern zu können. Das ist ziemlich cool. Und man kann sich je nach, das finde ich auch ziemlich, ziemlich nice, man kann sich je nachdem, was für ein Deck man hat, in ein gewisses Gebiet begeben und da quasi Arenaleiter spielen, ne? So Challenger oder was auch immer. Man kriegt einen kleinen Boost und verteidigt scheinbar seinen Spot oder so. Hat dann auch eine Siegesserie. Ich weiß, so kommt es mir zumindest rüber. Ich habe jetzt ins Ödland gewechselt, weil ich da einfach einen Buff kriege auf meinen Angriff. Aber schauen wir einfach mal, was hier passiert. Nee, nicht normal, sondern schwer hätte ich den gerne. Ruhm von des Königs Hand. Wenn du mich besiegst, überschütte ich dich mit Schätzen. Okay. Belohnungen, Multiplikator 100. Okay, das geht also nur einmal. Kein Gegenangriff, schwer. Okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Yo, das ist das erste, ne, das ist quasi die erste Staffel, die es jemals gab bei Yu-Gi-Oh! Oder was die zwei, also beziehungsweise Staffel 1, Season 1 oder 2? So, irgendwie so, ne? Aber auf jeden Fall, das waren so die Anfänge von, das war, glaube ich, der erste Ultra-Boss-Kampf. Ja, ich liebe Pegasus, der ist so sick. Das ist ein bisschen. Okay. Wir können hier wieder in den Spiralspeer stoßen, Deck zurückgeben. Holen uns Gaia. Zeigen ihn hier vor. Gönnen uns den hier. Jetzt. Special summonen wir ihn hier. Holen den Drachenfluch raus. Nein, aktivieren nicht, aber seinen zweiten Effekt aktivieren wir und holen nun ihn hier. Weil er ganz gut ist in der Def. Der andere ist ein bisschen besser im Angriff, der ist besser in der Def, weil der halt Zeugs kriegt, ne? Sprich, der kann Gegner vernichten. Oder auch Zauber umfallen. Oh, Toon World. Du zahlst 1000 Life Points für eine Karte, die ich dir gleich wegflexen könnte. Cool. Bam. Und jetzt, was machst du ohne Toon World? Was machst du, mein Freund? Lalalalalala. So, Ich glaube, wir gehen rein. Ich weiß zwar nicht, was die EX-Fähigkeit jetzt gebracht hat, aber I don't give a shit, boy. So, wird eh verhindert von der Karte. So, jetzt aktivieren wir aber den Effekt von Gaia, dem zornigen Soldaten. Ich frage mich, ob der auch einen Boost kriegt, weil der ist ja, glaube ich, kein... Nee, der ist kein... Dingensmonster, das ist ein Finsternismonster. Und hätte ich jetzt den Finsternis-Boost noch, dann hätten wir jetzt Lethal gehabt, ne? Aber ich habe mal wieder... Ne? So. Wir gönnen uns, solange die Karte noch auf dem Feld ist... Einen Gaia. Okay. Bam. Was ist das denn für eine coole Thun-Kanonensoldat? Lol, Digga. Diese Karte kann nicht im Spiel sagen, zerstöre die Karte Thunwelt, kontrollierst. Blablabla. Diese Karte kann deinen Gegner direkt angreifen. Du kannst ein Monster als Gebot anbieten und 500 Schaden zufügen. Okay. Tja, Pegasus, ich glaube, das war's. So schwer war dieses Match jetzt doch nicht. Boom! Let us go!
Oh, wir kriegen sogar einen Spiralsperrstoß hier draus, oder wie? Lul. Oh, kennt ihr noch dieses Ding? Mangariuran, Alter. So cool. So, und jetzt? Warte mal, hier sehen wir überall so Männchen, kleine Figürchen. Was bedeutet das denn, dass da jetzt gerade Leute kämpfen oder hä? Ich raff's nicht. So, Fähigkeit ansehen. Umweltanpassung. Alle Windmonster erhalten 300 Artika. Zusätzlich kann der folgende Effekt einmal pro Duell. Alle Windmonster, die du kontrollierst, bekommen nochmal 300 Artika. Okay. Gebietsanteile. Der Effekt der EX-Fähigkeit ändert sich je nach Gebietsanteil. Gebietsanteil? Oh, je mehr Leute auf einem gewissen Gebiet sind, desto mehr Buff kriegt man dann, ne? Ich nehme mal an, die wenigsten Leute sind im Meer. Deswegen kriegst du als Meer, wenn du ein Wasserdeck spielst, kriegst du 600 Buff. Und als Lichtmonster, für Leute, die zum Beispiel Blue Eyes spielen, kriegst du halt nur 100. Na? Das heißt, je mehr Leute in einem gewissen Gebiet sind, desto weniger Buff bekommt man. Okay, das wäre sinnvoll. Was kriegt man denn aus diesem Event? Das ist echt ein schönes Event. Das gefällt mir richtig gut. Finde ich echt toll. So, PvP-Spielersuche. Meldeanpassung. Bonuskarte gespielt. Duellbewertung. EX-Juwelen. Okay. Empfohlene Belohnungen. Hier sind die Belohnungen. Sambel, die Beschwörerin. Oh, schönes Artwork. Während deiner Main Phase, du kannst ein Monster mit derselben Stufe wie diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Dieser Effekt kann nur einmal verwendet werden, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt. Okay, das heißt, du kannst sie beschwören und dann ein Monster mit derselben Stufe beschwören. Sprich, du kriegst ein Zweier Xyz Monster raus. Bist du eigentlich free dann, ne? Warte mal, da stand aber gerade noch was. Da stand aber gerade noch was. Dieses Monster lässt sich ein Monster mit derselben Stufe beschwören. Falls du es zusammen mit einer Fähigkeit verwendest, die Stufe kannst du mit der Synchro beschwören, Xyz beschwören. Okay. Ja. Kompromisslose Angriffe. Falls ein Monster an Spezialbeschwörung beschworen wird, weil du diese permanente Fallenkarte auf dem Spielfeld hast, kannst du das beschworene Monster in die offene Angriffsposition ändern. Außerdem muss das spezialbeschworene Monster angreifbar als möglich. Da Monster, die verdeckt als Spezialbeschwörung beschworen werden, in deiner Flip-Effekte. Okay. Und dann kriegt man noch sowas wie Thun Elfenzwillinge. Auch ein sehr cooles Artwork. Wow, wie lange habe ich Ben Kai nicht mehr gesehen? Lichtstrahl Gierfried und die Laserkanone. Ein Monster vom Typ Insekt. Angriff und Def um 300. Okay. Ist jetzt nicht allzu viel, aber kann man auf jeden Fall machen. So, ich mache jetzt noch ein Duell mit dem Gaia-Deck. Mit dem guten Buff. Und dann schauen wir mal. Ich habe wirklich kein einziges Wasserdeck, ne? Keine Wassermonster. Ich hätte so gerne Nixon-Rüstung oder irgendwie sowas. Weil dann könnte man hier jetzt irgendwie mit Marco, ne? Mit Marco, dem Delfinflüsterer, sich duellieren. So, Umweltanpassung. Ja, 22 Karten, okay. Ja, also hier spielen gefühlt nur Gaias. Ne? Und das Problem ist jetzt halt, er kann, wenn er möchte, mein Field Spell zerstören. Außer, ich verhindere das, indem ich sein Monster davor zerstöre. Das Problem ist aber, dass ich dann mit null Angriff hier rumpimmel, ne? Oh mein Gott, ich bin so stupid, Bro. Wieder nicht aufgepasst.
wieder einfach nicht aufgepasst. Und der Dude denkt sich so, ups, Bro, Brudi, cringe. Kringo. Gut, ja, wir haben noch das Siegel, falls er mich irgendwie zerstört oder so. Aber das war wieder massiv Kringo, Digga. Probieren wir mal. Okay. Ah, okay, okay. Never fucking mind. Hat ihn eh nicht gejuckt. Er hätte sowieso den Field Spell gewechselt. Aber gut zu wissen, dass es geht. Gut zu wissen, dass es geht. So, jetzt ist nur die Frage. Ich meine, er kann mich zerstören, aber dann hat er null Angriff. Oder er dreht mich in die Verteidigung und geht auf plus 2. Ja, das ist sein Play. Das muss sein Play sein. Ja. Ja, er hätte mit Feuerfluch sowieso meine Field zerstört. Von daher spielt es keine Rolle, ob ich es gemacht habe oder er, um ehrlich zu sein. Again, wenn du als Zweiter dran bist, hast du einfach einen massiven Nachteil. Bei diesem Deck ist dann halt einfach so, das entscheidet dann eigentlich schon, wer gewonnen hat. In den meisten Fällen, würde ich behaupten. Weil jetzt hat er schon Lethal, ne? Hat er Lethal? Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Hat er nicht. Außer er hat nochmal einen Kelch. Hat er Lethal? Nein, hat er nicht. Okay. Ja, mal sehen, ne? Mal sehen, ob wir das nochmal drehen können. Mal sehen, ob wir das nochmal drehen können. Er kann jetzt poppen. Kann er machen. Kriegen aber trotzdem den hier raus, ne? Oh, Bruder, das wird schmerzhaft jetzt für dich. Oh, Bruder, das wird schmerzhaft jetzt für dich. Mal gucken, wie er... Oh, shit, Mann. Jetzt kann ich den poppen. Boom. Aktiviere meinen Effekt. Hab viel mehr Angriff. Er kann mich zwar in die Verteidigung drehen, aber ich kann ihn halt auch weghauen dann, ne? Und hab dann immer noch mehr Angriff, als wenn er was... Die einzige Möglichkeit, wie er jetzt noch, wenn er einen Spiegel hat. Wenn er einen Spiegel hat. Weil er kann keinen Gaia beschwören, um seinen anderen Gaia zu beschwören. Er muss einen Spiegel haben. Warum konnte er den gerade beschwören? Er hat doch ein Monster auf dem Feld. Hätte ich ihn weghauen sollen? Hätte ich beide weghauen sollen? Ne, warte mal, ich kann nur einen pro Runde, ne? Ich kann nur einen pro Runde weghauen. Und er hat 2900 Angriff, das sind genau 800 LP. Wenn er mich in die Verteidigung dreht, sterbe ich gegen den einen Gaia da drüben. Main Phase ist gleich zu Ende. Boom. So, jetzt will ich deine Battle Phase sehen, Bro. Er hat noch eine Backrow. Hatte er die nicht die ganze Zeit? Let's
fucking go. Ich hätte gerne gewusst, was er noch auf dem Friedhof gehabt hat. Damn, boy. Das war ein spannendes Match. Gewonnen, trotzdem wir als zweites gestartet haben. Vielleicht hat er zu viel Pulver verhauen. Weil er nicht Lethal hatte, ne? Er hätte wahrscheinlich den Spiegel sich sparen müssen. Aber meine Freunde, das war's wieder mit den heutigen Duellen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mit einem neuen Deck. Ich werde jetzt mal gucken, was ich für ein Deck spielen werde. Und dann geht's wieder rein. Wir sehen uns. Haut rein. Kuss.